Yo, yo, yo. Es hat sich wirklich ernsthaft jemand getraut, einen komplett komischen Epic Games Namen zu nehmen. Junge, meine Augen sind rausgefallen. Ich zeig euch mal den Epic Games Namen. System Cooked FN. Nee, ich will nichts sagen. Irgendwie habe ich das gefeiert. Hab da auf Instagram gepostet in meiner Story, dass jemand so einen Namen hat, weil ich einfach einen Lachflash hatte. Leute, aber in dem heutigen Video, die Sarah hat eine komplett neue Party Royale Map gemacht. Und zwar die System Spooky Royale, Leute. Und ich habe jetzt gerade eben ein TikTok veröffentlicht, damit die Leute den Code für diese Map haben. Der Code für diese Map ist erstens in den Kommentaren und zweitens in der Beschreibung unter dem Video. Ich werde so circa bis Ende Oktober auf der Map unterwegs sein. So mal ab und zu zwischendurch. Mal gucken, ob wir da auch mehr Videos drauf drehen. Das entscheidet natürlich ihr, indem ihr in die Kommentare schreibt. Aber guckt euch erstmal das Video an. Und tragt auf jeden Fall den Creator-Code ZIMT ein, um solche Projekte zu unterstützen. Ich würde sagen, du Junge. So, Leute, wir sind in der ersten Runde drin und wir sehen schon direkt, was hier abgeht. Ich verstehe es wieder nicht. Was sagen Sie dazu, Renegade Raider? Sie sind ja auch am Start hier, ne? Mit einem leckeren, schmackhaften Renegade Raider, Leute. Ja, das kannst du hier wieder keinem erzählen, ne? Den Emote, Leute, ich möchte unbedingt, dass er in den Itemshop kommt, weil ich den so unnormal feier. Ah, Digga, Renny Raider hier, okay. Das ist wohl hier ein kleiner 31er. Jetzt machst du das auch noch beim Massimo, Junge. Der Massimo lässt sich die Geschichte aber nicht so gefallen, glaube ich. Siehst du, jetzt läuft der Massimo dem hinterher, den Renegade Raider. Der sagt so, ey, hör mal auf damit. Was soll das denn bitte? Renny frisst heißt der. Ja, Junge, ich merke schon, dass Renny frisst. Luminos, was geht? Was pickt der mich die ganze Zeit so an? Es geht Luminos, Alter, ey. Guck mal, der duckt sich auch so übertrieben schnell, ne? Ich kann das aber auch, Digga. Ohne Makros, das sind einfach nur zwei Tasten drücken. Ganz simple Geschichte. Leute, stimmt, wenn ihr hier in dieser Map, ich glaube aber auch, dass das allgemein in Fortnite so etabliert worden ist, wenn ihr hier auf der Map rennt und gegen irgendeine Person gegenslidet, die fliegt erstmal kilometerweit. Und ich möchte euch mal was richtig nice zeigen. Und zwar, wenn ihr zu dieser Eisfläche geht und dann den Emote Sandgang macht, hier vorne diesen, dann sieht es for real so aus, als wenn ihr einfach Eis am Laufen seid. Seid mal ehrlich, sieht 1:1 so aus. Als wenn ich hier mit Eis-Inline-Skater durch die Gegend fahre. Guck mal, der Massimo, der macht hier von dem Bösen da Star Wars. Den Emote habe ich leider nicht, weil ich den letzten Battle Pass komplett nicht habe. Aber hier, auch wenn man so rückwärts hier mit dem Eis-Ding läuft. Guck mal, das sieht so echt aus, Leute. Ich feiere das unnormal. Luminos, was geht? Der zeigt seine seltenen Emotes hier. Obwohl, der ist ja jetzt nicht mehr selten, ne? Wer bist du denn da vorne? Ah, kommt direkt die nächste Person, ne? Sebastian geht hier auch unnormal ab. Oha! Was macht er? Holy shit. Also wenn er das jetzt mit seiner Hand gemacht hat, dann ich weiß nicht, wie viel Maus-Sense. Der hat bestimmt 1 Million. Mehr High-Sense geht einfach nicht. Mehr High-Sense geht nicht. Ja, ich merke das schon, Junge. Digga, er dreht einfach komplett durch. Boah, das sieht hier aber auch so böse aus, ne? Wir gehen gleich auf jeden Fall auch, Leute, in den Tresor rein, weil niemand von euch weiß, wie man in diesen Tresor kommt. Zeige ich euch das mal gleich. Also ihr kommt natürlich ohne den Code nicht rein, aber es gibt so einen Vorraum, in dem kommt ihr nur rein, indem ihr einen kleinen Trick anwendet, Leute. Darauf werdet ihr niemals kommen. So, der Ghoul Trooper, der möchte nochmal irgendwas von mir. Der will bestimmt, dass ich in Spind reingehe, Leute. Möchte der Ghoul Trooper von mir, Digga? Der, weiß nicht, was der von mir möchte. Der wollte einfach nur ein Herz geben und dass ich mit dem hier irgendwie mitgehe. Okay. Der Renegade, der möchte, glaube ich, sehen, dass ich hier mein Erntewerkzeug raushole. Nee, Bruder, will ich nicht zeigen. Jetzt möchte der mit mir hier irgendwie... Ach so! Der hat auch die Renegade Raider-Hacke. Und der boxt mich jetzt hier die ganze Zeit weg, ne? Einfach der Monkey, Digga. Der ballert mich hier komplett in die Stratosphäre, Junge. Hab ja gesagt, ist ein richtig geiles Feature. Macht übertrieben Bock, die Leute hier wegzuballern. Krass, der Renegade hat also Black Knight und Renny Raider Hacke. Das schmeckt auf jeden Fall richtig gut. Ach ja, und Leute, falls ihr Gold braucht, um euch im Shop etwas zu kaufen, ihr könnt hier in diese Map rein. Ich glaube, man kann sich noch gegeneinander killen. Ja, Ada hat mich jetzt gekillt, der 31er. Jedenfalls werdet ihr hier gespawnt. Hier tauchen ganz viele Monster auf. Und wenn ihr die Monster killt, bekommt ihr Gold, um euch etwas im Shop zu kaufen.
Und das mit dem Goldfarmen geht hier wirklich super, super schnell, Leute. Dein 31er, Alter. Normalerweise müsste ich jetzt euch auch mal killen hier. Den Ader und den Rip Scully. Digga, guck mal, jetzt greift er mich auch wieder an. Das wird auf jeden Fall noch gefixt, dass man hier die Leute nicht angreifen kann, sondern wirklich nur die Monster, die hier durch die Gegend rumsliden. Aber bleibt ruhig, falls noch irgendwelche Bugs oder so auf der Map sind, das ist ganz normal. Weil wir müssen ja erstmal die Map testen, ne? Die ist zwar jetzt frisch draußen, Leute, aber erst am Ende fällt eigentlich ein auf, was es hier für Bugs und so weiter und so fort gibt. Und ihr seht ja, die Leute, die killen sich hier gegeneinander. Finde ich aber an sich eigentlich auch nicht schlimm, solange man hier trotzdem Gold farmen kann. So, der Driftskin, der bekommt jetzt von mir ein paar Blumen, Leute. Einfach aus Spaß. Mal gucken, wie der reagiert. Oh, mein Gott. What the hell? Oh my God. No okay, Bro. Der scheint wohl komplett auf Halloween getrimmt zu sein. Der möchte hier keine Blumen haben. Ach ja, und falls ihr nicht wollt, dass man euren Namen sieht, beim Ghoul Trooper beispielsweise, hier vorne seht ihr den Namen nicht. Bei Luminous seht ihr den Namen. Da vorne ist ein Knopf, Leute, Namensschild an und aus. Da klickt ihr einfach dann auf aus und dann sieht niemand euren Namen, ob ihr Anonymmodus drin habt oder nicht. Aber ihr könnt natürlich auch euren Namen zeigen. Das könnt ihr da variabel halt an- und ausstellen. Wir gehen mal eben kurz hier rein. Der Code ist 123, Leute. Ich wechsle jetzt mal eben kurz den Skin, weil die ganzen Leute Bescheid wissen. Ich habe jetzt auch meinen Namen zensiert. Also ich habe den ausgestellt, man sieht den halt einfach nicht. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach mal den Heidi-Skin mit, was nehmen wir für einen Backbling? Ich würde sagen, Ohrschau. Umhang. Und dann passt der Spaß. Dann sind wir wieder komplett auf Undercover angelehnt. Außer jemand schmeißt wieder mit Wasserballon oder so auf uns drauf, weil wir haben halt eben keinen Anonym-Modus drin, ne? So, jetzt sind wir auf jeden Fall wieder Undercover unterwegs. So, Leute, genau hier könnt ihr es halt eben an- und ausstellen, dass ihr Bescheid wisst. So, jetzt sind wir wieder komplett neutral unterwegs. Der schmeißt schon mit Wasserballon auf uns drauf. Ja, Digga. Ja, Leute, ich sag euch, wie es ist. Wir können natürlich jetzt nochmal den Skin wieder wechseln, weil einer schon wieder 2-3 Stück Bescheid wissen. Dementsprechend nehmen wir jetzt mal eine komplett random Kombo, und zwar den Renegade Raider aka Lebkuchen-Variante, der jetzt bald wieder im Itemshop kommen wird, mit dem Lebkuchen-Backbling. Ich glaube sogar, dass das aus dem Battle Pass ist, beziehungsweise vom Lebkuchen-Skin, der halt auch wieder zu Weihnachten reinkommen wird. Ich glaube aber, könnte Lebkuchen-Skin sein. Und hier hat sich einer in so einen Podest verwandelt. Prop Hunt Gun ist das natürlich möglich, und Ada baut sich hier so einen Turm oder so. Was baut er sich hier wieder, Digga? Was baut er sich hier wieder? Und über diesen Driftskin, der sich jetzt in den Ritter verwandelt hat, brauchen wir auch nicht reden. Digga, wie das aussieht, wenn er springt. Oh mein Gott. Und der Kollege, der findet wohl wahrscheinlich den Sternenhimmel auch richtig gut. Ich meine, ist ja sowieso schon ein grüner Skin. Und wenn man dann hier diese gruselige Galaxy-Atmosphäre hat, ich glaube, das harmonisiert. Er denkt sich auch so, hä, was macht der, Digga? Sieht aber nice aus. Außerdem, Leute, ihr seht schon, wie viele da hinten links drin sind in einem Labyrinth. Und zwar müsst ihr hier 10 Kürbisköpfe farmen, dann bekommt ihr eine Überraschung. Ich persönlich weiß selber nicht, was diese Überraschung ist. Vielleicht sind 10.000 Gold oder sonstiges. Jedenfalls sind in dem Labyrinth 10 Kürbisköpfe versteckt, wie ihr oben links seht. Die müsst ihr ganz normal sammeln, und wenn ihr die dann alle habt, bekommt ihr halt eben die Überraschung. Ich persönlich habe mich auch hier bei dem Labyrinth getan. Aber Leute, ich sage euch ehrlich, ich glaube, ich habe nur 5 Kürbisköpfe gefunden. So schlecht bin ich. Was ist das denn hier? Oha! Bro, warum explodiert das? Was hast du hier gemacht? Ist das wegen dem Knopf? Yo! Okay, ich glaube, das soll so ein kleiner Jumpscare sein. Okay, wissen wir auf jeden Fall Bescheid. Mal gucken, was wir hier noch so im Labyrinth finden. Weil hier sind ja wohl wahrscheinlich viele Gespenster unterwegs. Hier vorne haben wir beispielsweise einen Halloween-Kopf. Den haben wir jetzt mitgehen lassen. Und davon muss man halt eben 10 Stück finden. Wir haben jetzt erstmal einen einzigen gefunden. Also da bist du... Hey, Digga. Oh, die Banane sieht sehr gruselig aus, die Danny sich jetzt hier verwandelt hat. Holy shit. Oh. Hey, Junge, der macht hier irgendwelche Jumps, Digga. Geht der hier in die Ecke? Guck mal, wie böse der aussieht. Alter. Also der passt auf jeden Fall gut auf dieser Map. Safe. Jedenfalls, wir haben jetzt hier 2 Kürbisköpfe gefunden. Wir gehen jetzt aus dem Labyrinth raus, Leute. Und dann gehen wir in unseren Tresor. Dafür müssen wir jetzt erstmal hier auf dem Friedhof, Leute. Und jetzt zeige ich euch das Special Secret Trick. Ihr geht hier rein, dann macht ihr ein Emote. Und dann seid ihr auf einmal in dem Tresor drinne, beziehungsweise in den Vorraum des Tresors. Hier müsst ihr natürlich noch den Code eingeben, um da reinzukommen. Und ich bin selber mal gespannt, was es alles in den Tresor gibt und was dann jetzt gleich passieren wird, wenn wir Waffen und so weiter und so fort haben. So, ich gebe jetzt hier den Code ein, Leute, und wir müssten, ja, jetzt sind wir drinnen. Sieht schon gruselig aus, ne? Willst du mich schon verlassen? Okay, da kann man rausgehen, und hier sind die ganzen Gruselautomaten, wo ich mir den ganzen Loot holen kann. Wir kriegen dann natürlich auch Gold und sowas. Wir werden auch jetzt gleich wieder Gold verteilen. Wir nehmen jetzt erstmal diesen Grabbler mit. Das ist dieser andere mythische Grabbler. Gold nehmen wir auf jeden Fall auch mit, und ich würde eigentlich sagen, dass wir auch die Impulsis mitnehmen und dafür den anderen
mythischen Grabbler einfach liegen lassen. Bei Grabbler bekommen wir sowieso. Deswegen von daher nehmen wir jetzt einfach hier die Impulsis mit. Ja, und schon sind wir ready. Wir gehen jetzt einmal kurz noch in den Spind rein. Wir wechseln kurz nochmal den Skin. Und wenn wir dann den Skin gewechselt haben, dann schauen wir mal, was noch so Schönes hier passieren wird. So, Leute, ich habe jetzt hier diese Schneeflocke genommen. Wir gehen jetzt raus. Ich zeige euch aber nicht, wo ich spawne. So, und irgendwie springt mein Charakter gerade übertrieben komisch. Ich weiß jetzt nicht, woran das liegt. Ja, stimmt. Hier vorne könnt ihr euren Namen wieder unsichtbar machen. Ihr wisst Bescheid. Digga, ich habe keine Ahnung, warum mein Charakter so dumm springt. Sieht auf jeden Fall sehr komisch aus. So, Massimo, dir gebe ich auch jetzt mal 10.000 Gold, Junge. Weiße Bescheid. Ja, ja, bleib ruhig hier, bleib ruhig. Yo, was haben die hier gemacht? Wie hoch haben die sich gebaut mit den Kartons? Oh mein Gott, Bro. Ah, ich bin jetzt gerade nicht drauf gekommen. Warte, ich probiere nochmal aus. Jetzt müsste das eigentlich klappen. Ja, jetzt habe ich's. Digga, was macht ihr hier? Ada macht das wieder, ne? Boah, Junge, guck mal, der steht da mit einer Lackgranate oder was das da ist. Der tut so, als wenn er der größte Noob ist, Leute. Aber der ist richtig krass, ne? Der spielt wirklich übertrieben gut. Aber ich wette, hier werden gleich wieder Leute kommen, wenn die in diesen Karton reingehen, dann brechen alle darüber stehenden Kartons ab. Das wird bestimmt gleich irgendjemand machen, weil der hier nicht draufkommt und den anderen Leuten auch nicht gönnt. Da bin ich mir sicher, dass das passieren wird. Oh, Massimo ist auch am Start, Junge. Okay. Gönn mal meinen Tee hier, Junge. Kill you, NL. Siehste, hier haben wir den. Das war so klar, dass das einer machen wird, Digga. Weil er da ganz oben nicht draufkommt, muss er den anderen Leuten den Spaß verderben. Guck mal, jetzt macht er das wieder, Digga. Warum macht er das, Junge? Wieso? Der kriegt jetzt erstmal einen Hit von mir hier. Warm, Junge. 37er. Ja, ja, jetzt versteckst du dich, ne? Jetzt versteckst du dich, ne? Ist klar, Kollege. Vielleicht hat er das auch nicht beabsichtigt gemacht. Kann ja auch aus Versehen gewesen sein. Danny, was geht? Wo willst du hin? Ach, stimmt. Da vorne könnt ihr auch eure Gleiter zeigen, Leute. Ich glaube, der möchte jetzt auch, dass ich meinen Gleiter zeige. Warum soll ich das machen, Bruder? Eigentlich will ich den gar nicht zeigen. Warum soll ich den zeigen? Er will aber, ne? Okay, Junge, hier. Da hast du. Hast du gesehen? Ja, okay, Danny, bleib ruhig hier. Bleib ruhig. Gut, wenn Danny schon Bescheid weiß, dann holen wir, komm, wir holen jetzt einfach Gutrupe raus. Wir waren jetzt im Tresor, Leute. Wir haben uns ein bisschen angeguckt, was hier so passiert. Dann können wir jetzt unsere Tarnung fliegen lassen. So, Junge, Gutrupe mit Scully-Boppen. What? Der sieht ja mal anders verbuggt aus. Wer hätte das denn gemacht? Der hat sich mit der Prompt-Gun in einen Geist verwandelt. Aber irgendwie kommt der Skin trotzdem durch. Krasse Geschichte, Junge. Habe ich auch noch nie gesehen. Einfach ein Riesenskin. Fragt er wieder, Digga. Ja, ich bin am Aufnehmen, Junge. Ja, Anonymer. Du mit den Blumen. Ja, bleib ruhig hier. Oh, shit. Oh, shit, Bro. Leider sieht man seinen Namen nicht. Das ist halt eben das Blöde. Wenn man jetzt hier in die Map reingeht und man hat Anonym-Modus drin, dann geben wir mal 5000 Gold, dann sieht man halt einfach den Namen nicht. Das ist halt richtig miese. So, Junge, Zocker. Skin, bleib mal stehen, ich gebe dir auch ein bisschen Gold dann. Herr Banane, bitteschön. Nice. Ja, guck mal, der wollte sich einfach nur Gold abholen. Der wollte sich einfach nur ein bisschen Gold abholen, da ist er auch schon wieder weg. Ah, und der Max, der möchte hier ein Dance-Battle gegen uns. Leute, solange ich das Dance-Battle mache, kann ich auf jeden Fall etwas Wichtiges sagen. Und zwar läuft momentan eine Verlosung. Wir verlosen gerade 5x 2800 V-Bucks. Was ihr dafür tun müsst, ihr müsst einfach auf die Map gehen und hier ist irgendwo eine Tafel, das müsst ihr euch einfach durchlesen und dann könnt ihr da entweder mitmachen oder halt eben nicht. Die Verlosung endet dann in circa 4 Wochen am 31.10.2022, Leute. Das heißt, ihr habt einen ganzen Monat Zeit, dieses Video zu produzieren und auf TikTok hochzuladen. Ganz wichtig ist auf jeden Fall, mich und Sarah zu markieren. Ja, und die 5 besten Leute bekommen dann von mir 2800 V-Bucks, ne? Der Code zu der Map ist unten in den Kommentaren, wie gesagt, drin und in der Beschreibung. Und wenn ihr noch nicht im Discord-Server drin seid, weil da gibt es den 3-stelligen Code, um in den einen Geheimraum reinzukommen, dann joint auf jeden Fall unseren Discord-Server. Link ist auch unten in der Bio drin, ne? Digga, was boxt mich der Hamster hier weg. Er boxt mich hier einfach weg, der 31er. Während ich gerade hier ein Dance-Battle am machen bin. Aber ich glaube, der Max, der hat keine von den Emotes, die wir am machen sind, ne? Schade, Digga. Jetzt geht der auch noch raus. Was soll das denn? Ich hab doch gar nichts gemacht. Lisa ist auch am Start. Da geben wir erstmal eine Umarmung, Junge. Wir müssen auch hier noch ein bisschen Gold verteilen, weil wir noch nicht das ganze Gold verteilt haben. Jeezy würde ich jetzt den einfach mal nennen, ne? Paragon Banatan Reflex, Digga. Oh, stabiler Skin, Junge. Ich sag ehrlich, Sarah ist hier auch am Start. Die kriegt natürlich ganz viel Gold. Ist auch ihre Map. Dementsprechend kriegt sie halt eben ganz viel Gold. So, und ich würde sagen, Leute, wir gehen jetzt hier raus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ich öfter auf der Map Party Royale Videos bringen soll, schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Und ich würde sagen, haut da rein.